Für Mario Gomez stehen derzeit viele Veränderungen an. Erst im Sommer machte der 35-Jährige mit seiner Fußballkarriere Schluss. Nach über 20 Jahren setzte er seiner erfolgreichen Karriere ein Ende. Sein letztes Spiel machte er für den VfB Stuttgart. Jetzt hat Gomez also ganz viel Zeit und die braucht er auch, denn seine Frau Karina Wanzinger ist wieder schwanger. Ja, die beiden werden wieder Eltern. Den Rest möchten Mario und Karina aber gerne privat halten und bitten daher um Verständnis, sagte der Manager des einstigen Nationalspielers auf Anfrage der Bild am Sonntag. Bei dem Rest handelt es sich um Spekulationen der Zeitung, die sich darum drehen, dass Wanzung angeblich Zwillinge erwarten soll. Der Sportler und die 41-Jährige sind seit 8 Jahren ein Paar, gaben allerdings nie viel von ihrem Privatleben preis. Sie arbeitete lange erfolgreich als Model, hielt sich aber in der Öffentlichkeit eher im Hintergrund. "2016 gaben sich die beiden in Schwabing und in München das standesamtliche Jawort. Wanzung trug damals ein schlichtes weißes Seidenkleid von Kaviargusch mit einem silberfarbenen Gürtel. Er setzte auf einen dunkelblauen Anzug mit Fliege, trug eine lässige Sonnenbrille. Als sich das frisch vermählte Ehepaar erstmals der Öffentlichkeit zeigte, 2018 kam ihr erstes Kind zur Welt. Sohn Levi erblickte im Mai das Licht der Welt. Doch auch hier hielten sich Mario Gomez und Karina Wanzung mit Details zurück. Sie hat kein öffentliches Instagram-Profil und er nutzt seine Social-Media-Kanäle nur für sportliche Bilder.